können wir ja mal gucken, ob wir denn da oben hochkommen. Das ist noch nicht erforschtes Gebiet. Vielleicht gibt es ja das ein oder andere. So. Können ja auch mal ein bisschen schneller laufen. Autonome Fabrik von Dogstar. Okay. Level 8 Skill, neue Skillpunkt erhalten. Ich behalte mir noch. Aber wir könnten auch Booster nochmal. Was gibt es denn noch? Sozialkampf, Forschung. Forschung habe ich jetzt nur das genommen. Forschungsmethoden, Medizin, Geologie, Astronomie. Im Kampf. Kampf habe ich noch nichts aktiviert, siehst du? Soziale Sachen, Überzeugungskraft, Handel. Im Handel, das wäre zum Beispiel gut. Handel wäre auch gut, ne? Physisch, Boxen, Fitness. Wohlbefinden. Schleichen wäre gut, ne? Gewichtsheben. Ich denke mal, Schleichen ist eine gute Option. Manche Kämpfen ist Diskretion wichtiger als alle andere. Die Fähigkeiten, sich einem Ziel unbemerkt zu nähern und es mit einem Schlagdämpfer gedämpfte Waffe zu töten, ist ebenso furchteinflößend wie effektiv. Fügt eine Schleichleiste Leiste hinzu. Du bist beim Schleichen um 25% schwer zu entdecken. Deine schallgedämpften Waffen verursachen zusätzlich 5% Schleichangriffsschaden. Okay. Ich denke mal, das ist gut, weil Schleichen wird immer gebraucht. So. Es ist echt dunkel hier, du. Wie komme ich auf diese Superfabrik hier? Da. Also hier geht es nicht schon mal entlang. Sieht nämlich zappenduster aus, da hochzukommen. Sarah, das bringt mir nichts, wenn du mir im Weg bist. Wir können es ja probieren, aber ich glaube nicht. So, hier geht's doch rein, ey. Ich versuche da hochzukommen. Es gibt doch einen regulären Eingang. So. Oh nein, es gibt keinen regulären Eingang. Für zwei. So, wir erledigen den jetzt. Diesen super Roboter da. Ach, da ist noch mal einer. Sind einfach zwei Stück. Ja, du musst ja auch schon was machen hier mal.
Ich guck mal, ob ich noch eine andere Waffe habe. Mann. Was habe ich denn für Waffen da? Die? Die hier. Ah ja. Da, die Gesundheit geht ein bisschen wieder hoch. Die macht gar nichts, die kämpft einfach nicht. Dafür habe ich auch noch keine Munition. Na komm schon. Oh Mann. Ich weiß nicht, wo ich denn jetzt... Da, da ist noch mal eine. Oh mein Gott, die sind ja überall, ey. Was ist das denn? Dann habe ich noch diese leichte Waffe, die mir überhaupt nichts bringt, ey. Sarah. Komm doch mal mit. Ich wüsste nicht, wie ich da hochkommen soll jetzt da. Oh Gott, warte, warte, warte. Ich sehe schon, es ist voller Gegner. Wir haben überhaupt keine Chance. Ein bisschen mehr Erfahrung mit Boostpack. So, jetzt bin ich schon fast an der Spitze. Waffen habe ich gar keine mehr. Das gibt's doch gar nicht, ey. Kampfjäger. Kammerjäger. Haben wir die Pistole? Das Ding, da fehlt uns leider irgendwie die Munition dazu. Und den hier, den habe ich aber. Den habe ich ja schon benutzt, ne? Kommen wir an denen dran oder nicht?
Wir kommen nicht an die dran. Na gut. Entweder wir springen jetzt hier hoch. Nee, das hat jetzt nicht geklappt. Nochmal. Das hat auch nicht geklappt, Mann. Darüber springen wir, das wäre riskant. Aber darüber. Das wäre machbar gewesen, siehst du? Er sieht mich nicht. Ich muss vorsichtig sein. Okay. Was ist das? Ah ja, was zum Essen. Ach so. Ah, Essen können wir, glaube ich, gut gebrauchen. Zange brauchen wir nicht. Da hat jemand was gemalt. Munition doch. Versucht die Anlage mal zu zerstören da unten. So, jetzt erstmal was essen, glaube ich. Ah, im Inventar Hilfemaßnahmen. B, wir müssen ja auch diese Radioaktivität loswerden. Alien-Genmaterial. 500 Schadensresistenz für 30 Sekunden. Solare Strahlung, Achtung, Anzugsschutz aufgebraucht. Okay. Was machen wir jetzt hier dagegen? Können wir nichts machen? Okay. Hier hätten wir noch mal ein bisschen Munition. So, haben wir noch mal. Aber ich glaube, irgendwann mal ist auch Sinn. Schicht im Schacht hier, ne? Fast gleich vorbei. Ich versuche diese Station seit Stunden jetzt einzunehmen jetzt hier. Okay. Das Ding ist erledigt. Da ist ja nochmal ein Roboter, siehst du?
denn das hier? Da sind ja überall Roboter. Da hinten ist nochmal ein Roboter. Da ist ein Roboter. Aber warum werden wir denn so hart angegriffen? Verstehe ich nicht. Na gut, alles kann man wahrscheinlich nicht verstehen, ne? Scanner. Gehen wir mal auf die Karte hier drauf. Autonome Fabrik von Dogstar. Teilweise erkundet. Na, nicht so richtig eigentlich. Da wäre nochmal was gewesen. Egal, dann gehen wir halt in die Richtung. Und das wäre wo? Da hinten hin. Können wir auch schnell Reise machen? Warte mal. Mars Launchpad, da. Vielleicht können wir ja mal, wir reden erstmal mit der Dame, bis wir das Ding platziert haben. Genau, wir quatschen erstmal mit der. Komm, dass wir das Ding platziert haben. Und dann gucken wir mal, was sie sagt, haben wir hier. Das ist ja ein harter Tobak hier bei denen. Wo ist denn der Eingang nochmal? Ach so, warte mal. Das war jetzt. Gut, dann müssen wir eigentlich hier. Sidonia. Und ja, hier war das. Genau. Da müssen wir hin. Da gehen wir mal rein. Und geben dir mal kurz Bescheid, dass wir diese... Und gegebenenfalls können wir ja mal unseren Roboter mitnehmen. Der wird... Der ist eigentlich ganz hilfreich. Und zum Arzt müssen wir auch nochmal. Im Grunde genommen, ich sag's mal. So, warte mal. Genau. Gehen wir mal daher. Bald ist Pause. Ja, so. Wenn du mir hilfst, prophezeie ich dir eine goldene Zukunft in der Tracker-Allianz. Ich will so einen Hut. Dein Sender ist angebracht. Gut, ich empfange bereits Signale. Sobald er aufkreuzt, schnappen wir ihn uns. Hier ist dein Lohn. Sieh es als deinen Anteil an der Beute. Für die Hilfe. 2500, danke. Wir kriegen diesen widerlichen Drecksack, wenn er seine Visage zeigt. Und wie ist es mit dem Sensor gelaufen? Hast du den Typen schon geschnappt? Ja, das Signal ist losgegangen, kurz nachdem du weg warst. Ich habe sofort meinen Kollegen geschickt und er hat ihn sich geschnappt. Ich war einfach nicht weg. Und noch einen anderen gesuchten Verbrecher gleich dazu. Unser Mann hat das Launchpad als Treffpunkt verwendet, um mit illegalen Waren zu handeln, menschlichen Organen und Schlimmerem. Wir haben auch den Käufer erwischt. Sehr gut. Ciao. Hoffentlich muss ich dich nie töten. Erst helfe ich hier und jetzt will sie mich noch töten, ey. Gut, dann gehen wir mal hier runter. Zu dem hier, ich weiß nicht. Was. Lass dir Zeit. Und wenn du Hilfe brauchst, frag mich einfach. Quatsch mal mit denen. Rechnung erhältst du im... Oh, du willst gar nichts ausliefern. Ihr arbeitet angeblich der Walker, Captain Marker. Oh mein Gott, ich brauche Percival Walker-Hilfe. Es geht um eine beunruhigende Entdeckung. Ach ja? Ich wünschte, ich könnte dir helfen, aber... Dr. Walker ist seit einiger Zeit verschwunden. Ein Jammer. Wir hatten sehr große Hoffnungen an Percival gesetzt. Ich habe ihn für medizinische und biologische Beratungen herangezogen. Nicht das, was die Handelsaufsicht normalerweise macht.
Aber wir dachten uns, es hätte das Potenzial, eine ganz neue Art von Einnahmen zu generieren. Ich habe jede Menge Eigenkapital in das Vorhaben investiert. Aber nach einem Problem beschloss er zu verschwinden. Ich vermute, die Miner haben ihn versteckt. Dieser Felsen hier hat ziemlich viele Spalten. Aber das ist wahrscheinlich auch am besten so. Mhm. Ich kann ihn ja versuchen zu finden, du scheinst keinen Interesse daran zu haben. Du scheinst kein Interesse daran zu haben, ihn zu finden. Richtig. Wir sind nicht mehr an Dr. Walkers Diensten interessiert. Er hat seinen Posten jedoch mit beachtlichen Schulden verlassen. Wenn du ihn finden und zum Begleichen bewegen könntest, wäre die Handelsaufsicht dir sehr dankbar. Ich verabscheue die Handelsaufsicht. Ist es wirklich nötig, dass wir ihr helfen? Jetzt bin ich nur überfragt mit dem Jahr. Wie hoch sind denn seine Schulden? Willst du sie übernehmen? Die genaue Summe kann ich dir spontan nicht nennen, aber mit den aufgelaufenen Zinsen ist sie durchaus beachtlich. Falls du ihn also finden und dazu bringen könntest, seine Schulden zu begleichen, wären wir dir aufrichtig dankbar. Dafür müsste ich aber erstmal wissen, wo er sich rumtreibt, ne? Ich sehe... Mal sehen. Sag mir einfach, wo er sich zuletzt aufgehalten hat. Ach, unglaublich, dass du ihnen hilfst. Was für eine Zeitverschwendung. Wunderbar. Ich würde einen Besuch im Six Circle vorschlagen. Soweit ich weiß, eine Bar auf der untersten Ebene der Stadt. Die Gauner dort dürften wissen, wo sich Percival aufhält. Aber sei vorsichtig. Diese Gruppe ist nicht gerade für ihre Gastfreundschaft bekannt. Viel Tipps hat er uns jetzt nicht gegeben. Jo, hey, was geht ab? Willst du hier bei der Handelsaufsicht ein bisschen einkaufen? Ich bin Manaki. Falls du irgendwelche Fragen hast, gib einfach Bescheid, ja? Manaki. Ich würde gerne handeln. Cool, das machen wir hier. Kaufen. Was hast du denn da überhaupt? Messer. Machete. Ich brauche Munition hier. Was hast du denn eigentlich für Anzüge? Okay, und Waffen? Granaten. Wie wär's denn mit Verkaufen hier? Nee, das nicht. Warte mal, kaufen nochmal. Werbemunition, genau. Gesamtkosten. Na. So 100 für 100. Bestätigen. So, kannst du mir mehr über die Handelsaufsicht erzählen? Hey Mann, ich bin noch neu hier. Kann also nicht unbedingt qualifiziert antworten. Wir sind so ein riesiges Transport- und Handelsnetzwerk im ganzen bekannten Universum. Alle Freestars, UC, sogar Haus Varun arbeiten irgendwie mit uns. Wir stehen für freien Handel für alle oder so. Jo, würde mich nicht wundern, wenn wir sogar mit der Crimson Fleet Geschäfte machen. Die bezahlen mein Gehalt, also finde ich sie ziemlich cool. Klar, oder? Ich habe gehört, die Handelsaufsicht handelt manchmal mit illegalen Gütern. Stimmt das? Mann, sorry. Kann ich echt nicht sagen. Die haben mir sogar verboten, über sowas zu reden, wegen Gerüchten und so. Ich weiß nur, dass wir ein Handelsunternehmen sind und ich Sachen ankaufen und verkaufen soll. Mehr nicht. Hey, über alles andere zerbreche ich mir auch nicht. Oh Mann, jetzt gerade wieder eine Explosion. So.
Was ist das Merkwürdigste, was dir hier untergekommen ist eigentlich? Yo, hier war mal ein Typ, der wollte so einen total komischen Fisch oder so verkaufen. Und er hat noch gelebt. War in so einer großen Plastiktüte mit Wasser und alles. Richtig groß war der. Ich wollte ihm verklickern, dass wir sowas nicht ankaufen, aber da kommt mein Boss an und sagt, klar kaufen wir den. Also musste ich ihn echt annehmen und auch lagern und alles. Mann, das war stressig. Und was noch viel komischer war, es ist sofort jemand gekommen und hat ihn uns abgekauft. Strange, oder? Guter Plan. Ich kann dir auch so. Was... Warte mal, nee, das war's schon. Jo, alles Gute. So, und wer bist du? Wenn du was kaufen oder verkaufen willst, red mit Oktay. Ich bin beschäftigt. Ich will zwar was kaufen, aber eigentlich suche ich nach dir. Wäre nicht das erste Mal, dass ich das höre. Ach, guck mich nicht so an. Ich mach doch nur Spaß. Was hast du für mich? Hier eine kleine Probe. Hm, Aurora, ja? Cool. Aber ein bisschen zu heiß. Was hast du sonst noch? Die Handelsaufsicht lehnt Schmuggelware ab. Jetzt habe ich alles erlebt. Wenn du das nicht hinkriegst, dann sag mir jemanden, der es kann. Die lagen wohl falsch. Du sollst die Beste sein. Nein, sie haben recht. Aber sie haben dir nicht gesagt, dass mein Selbsterhaltungstrieb extrem ausgeprägt ist. Wenn du natürlich einen Finderlohn anbietest, dann könnte ich, die Regeln etwas beugen. Reicht das? Ich weigere mich für die Information etwas zu zahlen und wenn dir einfach das Gehirn wegpuste und jemanden anderen frage. Wir können, ich muss dich bezahlen, nur um herauszufinden, wo ich meine Ware verkaufen kann? Du machst das wohl noch nicht so lange. Nein. Also lasse ich dir das mal durchgehen. In unserer Branche läuft ohne Geld rein gar nichts. Auch wenn das heißt, dass du auf deinem Weg nach oben auf jeder Sprosse der Leiter ein paar Credits lassen musst. Und wenn ich dir einfach das Gehirn... Boah, das wäre heftig, ne? Ich weigere mich für die Information, was zu bezahlen. Warte mal hier. Nur zu, wenn du mich erschießt, hetzt dir die Handelsaufsicht Kopfgeldjäger auf den Hals, bevor du wieder beim Raumhafen bist. Oh, ach, Schätzchen, ich hab schon alles gehört. Drohungen jucken mich nicht. Also rück den Finderlohn raus oder versuch deine Ware allein zu verkaufen. Okay, ich weigere mich aber zu bezahlen. Ja, dann haben wir nichts mehr zu besprechen, Schätzchen. Schönen Tag noch. Zur Venus. Bringst du mir den Finderlohn oder willst du nur wieder meine Zeit vergeuden? 1000 reicht das? Weißt du was? Echt komisch. Plötzlich fällt mir doch jemand ein, der das Zeug vielleicht für dich los wird. Sieh an, sieh an. Plötzlich erinnert sie sich an alles. Ja, siehst du da. Ein Kumpel von mir mischt bei der Crimson Fleet. Adler Kemp heißt er. Mhm. Wenn er nicht schon bewusstlos ist, killt er gerade im Broken Spear den Rest seiner Gehirnzellen. Ach, und war schön, mit dir Geschäfte zu machen. Wenn ich könnte, würde ich dich ausrauben, ey. Langfinger bei dir machen. Dann würde ich diese Credits, wir verfolgen sie einfach. Was ist, wenn wir die jetzt hier ausrauben? Wenn derjenige wegguckt. Warte mal. Ach, komm schon. Bin mal gespannt. Und... Medipack, Retonax. Kenkak, Backhorn, Bacon. Die hat nichts. Das Geld ist noch nicht mal da. Hm? Was willst du? Ich dachte, unsere Transaktion wäre abgeschlossen. Credits. Der hat die Credits. So läuft das, siehst du? Wie geht's? Kann ich dir helfen? Oh, alles gut, hör mal. So, jetzt haben wir erstmal von denen unsere Credits zurückbekommen. Und den Credits. Oh. Tatusche. Handelsaufsicht, Lagerraum. Irgendwas, Schlagschlüssel, warte mal. Da kann ich ja nochmal richtig hier zum Dieb werden. Da werde ich ganz heiß, wenn ich zum Dieb werden kann. Die nehmen wir auf jeden Fall.
Lager, was? Das kann ich leider nicht lesen. Das ist doch blöd gemacht. Lagerraumschlüssel wahrscheinlich, ne? Hey, gib das zurück. Ah, ja, ist gut, okay. 70%, ey. 70% reichen nicht aus, ha? Leider nicht, wahrscheinlich. Leider nicht. Die reichen nicht aus. Okay. Warte mal, oh, liebe Leute, Entschuldigung. Oh, das war jetzt verkehrt. So, nochmal zurück. So, jetzt. Also, nochmal. Die Credits. Die haben wir genommen, okay. Okay, aber den Lagerschlüssel, den kriegen wir halt nicht mehr, oder was? Verborgen. Jetzt bin ich wieder verborgen. Jetzt können wir es nochmal probieren. Wir haben den Schlüssel. Yep. Komm, Sarah. Wir haben den Lagerschlüssel. Wir können nämlich ins Lager hinein bei denen. Depp, 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 depp. Jawohl. Medipack nehmen wir auf jeden Fall mit. Computer. Hacken wir uns mal bei denen da rein. Gucken wir mal, was zur Bekanntmachung, Erinnerung, Sicherheitsschulung. An alle Personalabteilungen. Wir müssten daran erinnert, dass die Teilnahme an der Sicherheitsschulung verpflichtend ist und bis Ende des Monats erfolgt sein muss. Okay. Quartalsberichte. Management. Wie auch allen sicher bewusst ist. Oh, warte mal, wir haben schon wieder die Zeit überschritten, liebe Leute. Wir machen mal kurz.